Hi, willkommen bei Mami Blogs. Die Sonne ist endlich da und ich habe mir gedacht, das ist der perfekte Zeitpunkt, ein paar Tipps und Tricks loszuwerden für den kommenden Sommer mit Kindern. Zitronen bleiben unverändert, wenn du sie einfrierst. Du hast so immer frische Zitronenscheiben für dein Sommergetränk im Haus. Du kannst Zitronenscheiben auch schon direkt zu Zitroneiswürfeln machen oder Kräuter wie zum Beispiel frische Pfefferminzen mit einfrieren. Und damit dir dein Getränk, in meinem Fall jetzt meine Cola, nicht verwässert, hast du am besten auch immer Eiswürfel von deinem Lieblingsgetränk da. Für große Wasserkannen kannst du Rieseneiswürfel in einer Muffinform machen. Und für so einen besonders schönen und leckeren Drink, mach doch mal Melonenkugeln, friert die ein und verwendet die als kühlende, essbare Deko für euren Sommerdrink. Ich habe für die vier verschiedenen Farben jetzt Gallia-Melone, Honigmelone, Cantaloupe und Wassermelone genommen. Eine Wassermelone schneidet ihr für kleine Kinderhände am besten zu einem Schachbrett. Dann können sich eure Kids die perfekten Melonensticks rausnehmen. Wer mag, kann die Sticks jetzt auch einfrieren. Wassermelone schmeckt nämlich gefroren super lecker. Etwas aufwendiger, aber noch schöner sind die gefrorenen Sticks jetzt auf einem Eisstiel. Ein ganz schnell gebasteltes Spielzeug für den Pool sind diese süßen Piratenschiffchen. Dafür braucht ihr nur drei Weinkorken, die ihr mit Heißkleber aneinander klebt. Ein Schaschlikspieß und ein bisschen Moosgummi. Den schneidet ihr zu einer Flagge und jetzt könnt ihr noch einen Piratenkopf draufmalen, wenn ihr wollt. Dafür nehmt ihr am besten so einen Korrekturstift. Der ist wasserfest. Normaler Filzstift, das habe ich ausprobiert, der verschmiert leider. Zum Schluss kommt noch ein kleines Fähnchen an den Mast und fertig sind die süßen Schiffchen. Ein effektiver Insektenschutz, den jede Mami im Haushalt hat, ist die Papiermuffinform. Für noch kleinere Kinder, wie zum Beispiel Yannick jetzt, könnt ihr so ein Haushaltsgummi drum binden, dann hält es noch besser am Becher. Wespen hassen den Duft von Zitrone und Nelken. Spickt ein paar Zitronenscheiben mit Nelken und stellt sie als Deko auf euren Frühstücks- oder auf euren Grilltisch. Mücken verscheucht ihr am besten mit glimmendem Kaffee, den müsst ihr nur einmal anzünden und dann glimmt er vor sich hin. Wenn es trotz dieser Hilfsmittel doch zu einem Insektenstich kommt, dann müsst ihr nicht gleich chemische Arzneimittel nehmen. Von Mama Natura gibt es ein Pflegemittel in der Apotheke, das sogar für Säuglinge, für die Schwangerschaft und für die Stillzeit geeignet ist, weil es nur aus pflanzlichen Inhaltsstoffen besteht und besonders sanft und schonend ist. Ich habe das jetzt schon bei Yannick ausprobiert und bei mir selbst bei einem Mückenstich und es hilft wirklich gut. Ihr tragt das direkt auf den Stich auf, das zieht schnell ein, kühlt die Haut und lindert den Juckreiz und das ist besonders wichtig für die Kids, weil die können den Reiz, sich zu kratzen, nämlich noch ganz schlecht unterdrücken. Gehört für mich im Sommer in jede Haus- und Reiseapotheke. Den Trick mit dem Strohhalm, den finde ich eigentlich gar nicht gut, weil man die halbe Erdbeere aussticht. Aber wenn ihr die Mitte mit Schokolade füllt, dann ist das ein mega leckerer Sommersnack. Genauso könnt ihr Himbeeren mit geschmolzener Schoki füllen oder ihr drückt einfach schon fertige Schokodrops in die Himbeeren, das ist dann noch leichter. Einer der besten Sommerhacks für Kinder, finde ich, ist immer noch die Muffinform als Topschutz. Das war's bei Mami Blog. Danke fürs Zugucken, danke fürs Liken, fürs Kommentieren und so weiter. Ich sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.